Yo, was geht ab, meine Lieben? Ich melde mich nach einer etwas kürzeren Krankheitspause wieder zurück. Ich bin noch nicht ganz fit, aber es reicht auf jeden Fall, um wieder hier Videos raushauen zu können. Und das neue Jahr muss natürlich eingeleitet werden. Und wir leiten das neue Jahr natürlich mit einem Boxhandschuh-Review ein. Heute habe ich von Phantom Athletics aus der Riot Pro Serie die Boxhandschuhe mit am Start. Wir haben bereits die Shin Guards hier reviewed und die waren schon unglaublich nice. Und ja, heute sind die Boxhandschuhe dran. Wenn du auf der Suche nach neuem Equipment oder neuer Fightwear bist, check auf jeden Fall unsere Partner Kunpon und Phantom Athletics aus. Mit unseren Codes KST und KST10 sparst du maximal und dort wird wirklich jeder fündig. Wie soll es auch anders sein? Wir starten mit der Optik bzw. mit dem Design des Handschuhs und wie der erste Eindruck ist. Irgendwie gibt dieser Handschuh mir The Punisher Vibes und ich feiere das einfach übertrieben. Ja, hier dann einmal die Hälfte des Hauptteils vom Handschuh mit diesem Stoff einmal abgedeckt. Und das Coole ist, wir haben hier an der Seite dann nochmal ein anderes Material. Das wird jetzt explizit nicht ausgeschrieben auf der Internetseite bzw. Bei dem Produkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die sich hier bei dem Däumling für das Material entschieden haben, weil man dann beim Training sich den Schweiß einfach besser mit diesem Material von der Stirn wegwischen kann, beziehungsweise aus dem Gesicht. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Boxhandschuhmarke, und zwar Hayabusa. Die haben auch ein Modell, wo die genau das Gleiche machen. Und das ist eigentlich schon sehr cool. Da muss man nicht immer irgendwie mit der Kunstleder oder mit dem Ledermaterial dann irgendwie komisch übers Gesicht fahren, sondern hat man hier wirklich einen Stoff, der speziell dafür gemacht ist, um sich die Feuchtigkeit aus dem Gesicht zu waschen. Also wischen. Und vom Look her macht das natürlich auch so einiges her. Wir haben hier einmal diesen Lederlook, dann haben wir hier klassisch für die Riot Series den Part hier und dann haben wir hier nochmal ein anderes Material verarbeitet und insgesamt macht das schon einen sehr hochwertigen und auch sehr coolen Eindruck. Und die Innenseite glänzt auch mit Minimalismus, ganz simpel verarbeitet, ja, kein Schnickschnack, so gefällt mir das auch immer sehr gut. Wie die meisten anderen Produkte von Phantom Athletics wurde dieser Handschuh in Österreich konzipiert und in Pakistan hergestellt und besteht aus PU, heißt Kunstleder, damit können die meisten Leute mehr anfangen. Die hochwertigsten Materialien wurden bei diesem Boxhandschuh verwendet und ich muss sagen, so vom Feeling her, vom Look her, von der Haptik her, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Dann schauen wir uns zu guter Letzt noch einmal an, wie gut der vernäht ist und dadurch, dass wir hier natürlich jetzt nicht einen ganzen Part haben, wie das bei den meisten Boxhandschuhen der Fall ist. Ja, beim Hayabusa ist das auch nochmal so, da sind mehrere Parts vernäht, aber ansonsten ist das in den meisten Fällen immer so ein großer Part bei Boxhandschuhen, haben hier natürlich nochmal mehrere Nähte und hier kommen insgesamt 1, 2, 3 Nähte zum Einsatz, die den Boxhandschuh hier zusammenhalten und ich glaube, mehr kann man da auch nicht machen, was die Nähte betrifft. Für einen besseren Schutz sorgt eine eingespritzte Schaumstoffpolsterung hier vorne, die auch den Handrücken abdeckt und der Part hier ist auch wirklich fest. Also hier merkt man, hier ist die Polsterung, aber der Part hier ist ja nochmal ein anderes Material. Der ist auch echt gut geschützt, heißt Handrückseite für K1, für Thai-Boxen, wirklich dick ausgepolstert, ist immer so nice to have. Vorne das Polster gibt schön nach, ist schön weich, in dem Fall sind das 10 Unzen, meine ich, habe ich hier. Es sind 12 Unzen. Wenn wir uns dann jetzt noch die Innenseite angucken, die Handinnenfläche ist jetzt nicht ausgepolstert, das liegt aber auch daran, dass wir hier eine relativ lange Manschette haben und eine Öffnung, die sehr weit hoch geht für eine bessere Durchlüftung. Ansonsten haben wir die Außenhandkante, die wirklich fett gepolstert ist, also mehr geht halt wirklich nicht. Und die Handinnenkante auch gepolstert bis hoch zum Daumengelenk. Sorgt auch für mehr Schutz des Handgelenks und natürlich gleichzeitig auch für mehr Stabilität. Worauf Phantom Athletics hier besonders viel Wert gelegt hat, besonders bei diesem Modell, ist die Handgelenksstabilisierung. Also dem war es wichtig, hier einen Handschuh zu haben, der wirklich die Handgelenke optimal sichert, festigt bzw. stabilisiert, damit dann nochmal weniger Verletzungen entstehen, weil das Handgelenk natürlich immer sehr anfällig ist beim Boxsport. Und ich muss sagen, klar, man hat hier mega viel Flexibilität, aber der Part hier ist mega hart. Heißt, wenn der Handschuh hier zusammenkommt, dämpft das hier gemeinsam mit der langen Manschette und mit der wirklich breiten Lasche nochmal wirklich viel von dem Impact ab und auch hier ist ein Traum. Mehr geht hier nicht, was das betrifft. Ich habe ja mit dem auch schon geboxt, dazu bei der Performance gleich mehr, aber Schutzaspekt voll erfüllt und wenn man sich jetzt auch nochmal, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, den Daumen anguckt, weil Daumengelenk ja auch immer sehr verletzungsanfällig ist. Daumen
Der Daumen ist sehr eng anliegend und nochmal zusätzlich vernäht, also wirklich brutal vernäht. Und wenn man mal irgendwo hängen bleiben sollte, minimiert das natürlich da auch das Verletzungsrisiko. Wir kommen zum Fitting und das Fitting muss einfach sitzen. Ja, das ist so das A und O. Und klar spielen Sachen wie Schutz eine riesige Rolle, die Performance, wie fühlt es sich mit dem Boxhandschuh an und natürlich auch die Qualität, weil wir auch lange was von einem Handschuh haben wollen. Aber wenn der in erster Linie nicht gut sitzt, der kann wirklich ein super guter Boxhandschuh sein, aber wenn er nicht gut sitzt, wenn wir uns darin nicht wohlfühlen, dann ist es nicht der richtige Boxhandschuh für dich, ja. Und die Kunst liegt hierbei drin, halt als Hersteller, Boxhandschuhhersteller, Equipmenthersteller, einen Handschuh zu machen, der auf viele Handformen, Größen etc. passt. Und bei Phantom Athletics ist es einfach so, jetzt nicht nur bei dem Modell, sondern generell bei den meisten oder bei allen Modellen, die ich bis jetzt hatte, dass sie unglaublich gut machen, ist, dass hier vorne, ich weiß nicht, was für ein Stoff hier benutzt wird, aber sobald man hier reinkommt, drückt der Handschuh die Hand wirklich schön zusammen, dass man einfach wirklich einen guten Sitz hat. Also ich bin hier drin und ich hatte schon mal den Vergleich, so muss ich ein Embryo im Mutterleib fühlen. Also ist ein komischer Vergleich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, es sitzt einfach wie eine zweite Haut, da rutscht nichts rum. Der kleine Finger ist auch schon fest, bei vielen Modellen ist es halt einfach so, da ist der Part vom Zeigefinger bis zum Ringfinger, sitzt gut drin. Und dann hat man auf einmal mit dem kleinen Finger so viel Spielraum und das darf natürlich nicht sein. Und ich muss sagen, auch bei dem Modell brutal gut, man fühlt sich halt drin wohl. Ja, auch hier, die Hand sitzt bombenfest drin und vom Fitting her kann man halt nichts anderes machen. Ja, ich komme hier vorne mit dem Daumen ein bisschen dran, meckern auf hohem Niveau am Ende des Tages, ja. Aber sonst ist das Fitting einfach nice. Das Innenmaterial fühlt sich gut an, ist schön smooth und darin lässt es sich ordentlich trainieren. Ergonomisch auch super geformt und was natürlich für einen guten Griff sorgt, beziehungsweise sitzt, wenn wir die Faust ballen, ist der Griffsteg. Und der Griffsteg hier ist super positioniert von der Höhe her. Der ist genau da, wo er sein soll, und zwar genau hier auf der Höhe, dass wenn man, sobald man die Faust schließt und die Faust, der Finger sich hier um diesen Griffsteg legt und dann halt die Faust ballt, dass der Handschuh da wirklich komplett in die Faust reingezogen wird. Und der sitzt ja so schon gut, wie ich vorhin gesagt habe, aber der Griffsteg sorgt am Ende des Tages auch nochmal dafür, dass wir uns noch sicherer, noch selbstbewusster fühlen, wenn wir die Faust ballen und der Handschuh sich noch mehr in die Hand reinzieht und dann noch mehr mit uns verschmilzt, sage ich mal. Deswegen ist das auch enorm wichtig. Und wenn die bis hierhin genannten Punkte wirklich alle stimmen, dann stimmt natürlich am Ende des Tages auch die Performance. Ja, wenn der Schutz gegeben ist, wenn die Qualität des Boxhandschuhs gegeben ist, wenn das Fitting gut ist, dann wird die Performance auch gut sein, weil wir fühlen uns in dem Handschuh wohl. Der Handschuh ist generell, wie gesagt, qualitativ hochwertig, der ist gut geformt. Und da macht natürlich das Training auch Spaß und der Knall ist gut und der Handschuh gibt mir einfach wirklich ein sicheres Gefühl. Und das ist halt wichtig. Wenn der Handschuh einem sicheres Gefühl bzw. Equipment einem sicheres Gefühl beim Training gibt, dann wird man auch besser trainieren. Und da muss man nicht drüber nachdenken, ey, mein Handschuh ist scheiße, ey, mein Daumen tut schon weh oder mein Handgelenk ist jetzt so ein bisschen verletzungsanfälliger als bei anderen Leuten. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich vielleicht ein bisschen halblang mache oder da ein bisschen vorsichtiger bin. Aber so darf Training nicht sein. Ein gutes Training sieht so aus, dass du einfach ins Training gehst und dich zu 100% darauf fokussierst, dass du Vollgas geben kannst. Und wenn du halt so einen Handschuh hast, wie den hier jetzt zum Beispiel, der dich super gut schützt, der dir ein gutes Gefühl gibt, dann hast du halt auch keinen Kopfschmerz und kannst dich wirklich zu 100% auf deine Leistung im Training konzentrieren. Dementsprechend Performance, Killer. Und ja, ist ein Traum, was soll ich sagen. Also generell Phantom Athletics Boxhandschuhe, ich hatte früher schon mal zwei Modelle gehabt und die überzeugen immer auf ganzer Linie. Aber das Modell hier, das Ride Pro, sieht nicht nur geil aus, sondern reißt auch bei der Performance einfach komplett ab. Preislich liegen wir bei diesem Boxhandschuh bei 79,99 €. Mit meinem Code KST natürlich nochmal 20% Rabatt. Ich bin jetzt nicht so gut im Kopfrechnen, aber ich blende euch das hier nochmal ein, wie viel der dann letztendlich für euch kosten würde. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Preis-Leistungs-Verhältnis ist enorm gut. Wir sind hier preislich, denk mal, wenn man die 20% abzieht, sind wir bei 60-70 €. Und das ist so höheres Mittelfeld. Ja, also Premium-Boxhandschuhe fangen bei mir preislich ab 90-100 € ungefähr an, ja, hier sind wir beim höheren mittleren Preissegment, aber man bekommt hier definitiv einen Premium-Handschuh, also Preis-Leistung stimmt hier zu 100%. Wenn ihr sagt, hey, ihr feiert Phantom Athletics, wenn ihr sagt, hey, vielleicht habe ich keine Lust, 150 € für einen Boxhandschuh auszugeben, aber ich will wirklich richtig gute Handschuhe in dem Budget haben, dann greift auf jeden Fall hier bei der Riot Pro Series zu.
Anfänger, fortgeschrittener Profi, dieser Boxhandschuh ist wirklich für jeden was. Und ja, vom Look her macht man hier nichts verkehrt. Wenn man auf minimalistische Sachen steht und auf dieses Black-and-White-Ding, so wie ich, dann schlag zu, Leute. Schlag zu, im wahrsten Sinne des Wortes, schlag zu. Dicke Empfehlung hier bei diesem Boxhandschuhmodell. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, aber den Like lasst ihr ja eh schon immer am Anfang des Videos da, wenn ihr das Video startet. Oder nicht? Ab sofort bitte machen. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, damit ihr in Zukunft keiner solcher coolen Videos mehr verpasst. Wir reviewen hier Boxhandschuhe, wir reviewen hier Schienbeinschoner. Alles, was das Kampfsportlerherz begehrt. Wir machen hier Muay Thai Shorts Hauls. Ja, ist gerade ein bisschen unordentlich, weil ich hier gerade umziehe, aber der Hintergrund wird demnächst wieder ein bisschen netter, besser aussehen. Ich habe auch Instagram, hier einmal mein Profil, da freue ich mich immer sehr über Support. Danke auf jeden Fall an alle, die mich bis hierhin begleitet haben, an alle, die mich in Zukunft begleiten werden. Liebe geht raus für euren Support. Und ja, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Peace.